Erkenne deinen Wert. Ich komme ja gerade von einem Online-Seminar, das ich gegeben habe, und da kam die Sprache so ein bisschen auf das Selbstwertgefühl. Und das war dann sehr erstaunlich, weil ich plötzlich feststellte, dass wir einmal eine vollkommen falsche Vorstellung vom Selbstwertgefühl haben und unter anderem auch, dann fragte ich so, wie das Empfinden ist. Also in einer Skala von 1 bis 100, wo siehst du dich da? Und dann durfte ich feststellen, dass die meisten Menschen ein Selbstwertgefühl haben, das weit unter 50 ist. Das heißt, die meisten Menschen fühlen sich eher wertlos als wertvoll. Deswegen möchte ich ganz gerne heute ein bisschen mit dir darüber reden, weil ich glaube, dass wir in diesem Punkt einem großen Irrtum aufliegen. Wir werden ja ständig bombardiert mit Zahlen, was ein Mensch wert ist. Zum Beispiel, wenn wir den Transfermarkt beim Fußball anschauen, ja, dann heißt es, dieser Spieler, zum Beispiel Messi, ist 700 Millionen wert und der Spieler ist 100 Millionen wert und der andere 80 Millionen wert. Das heißt, der Mensch ist so und so viel wert. Stimmt das wirklich? Ist wirklich dieser Mensch 500 Millionen wert und ein anderer 80 Millionen? Oder ist die Leistung so viel wert, weil er zum Beispiel dem Verein so viel durch seine Tore, die er schießt, oder durch seine Dribblings dem Verein so viel Geld wieder einbringt? Das heißt, wir verwechseln tatsächlich hier etwas. Und deswegen habe ich natürlich auch hier beim Online-Seminar gefragt, okay, erzählt mir doch mal, was ist denn Selbstwertgefühl für euch? Und dann kamen solche Sachen wie, ja, ich fühle mich wertvoll, wenn ich geliebt werde oder wenn ich gelobt werde, wenn ich anerkannt werde, wenn ich bewundert werde. Und ja, natürlich, ich fühle mich auch dann ganz wertvoll, wenn ich einen tollen Job habe und den auch noch gut mache. Oder ich fühle mich auch natürlich super wertvoll, wenn ich zum Beispiel etwas für meinen Partner tun kann oder für andere Menschen tun kann. Das heißt, wir fühlen uns wertvoll durch das, was wir tun. Nicht durch das, was wir sind, sondern wir tun etwas und bekommen dann dementsprechend von der Außenwelt ein Feedback. Und dieses Feedback entscheidet darüber, ob ich mich wertvoll fühle oder wertlos. Also nehmen wir an, wenn ich gelobt werde, boah, dann fühle ich mich aber ganz toll. Also wertvoll. Denn wenn ich jetzt kritisiert werde, bin ich dann wertlos? Oder wenn ich anerkannt werde, ja, klasse, so, und jetzt plötzlich aber jetzt übergangen werde, bin ich dann wertlos? Oder wenn ich geliebt werde, klar, boah, dann bin ich ganz, so, da bin ich total wertvoll. Wenn aber, kennen wir auch, eine Trennung passiert und der Partner, die Partnerin uns verlässt, bin ich dann, gestern war ich noch wertvoll und jetzt bin ich wertlos? Ist das wirklich so? Also, wenn dem so ist, dann hat das ja gar nichts mit dem Selbstwertgefühl zu tun. Also es ist nicht Selbstwert, sondern es ist der Fremdwert. Andere geben uns diesen Wert und wir identifizieren uns damit. Wir sagen, das bin ich. In Wahrheit ist es gar nicht so. In Wahrheit sind wir abhängig dann vom Lob anderer. Also wir sind überhaupt nicht dem Selbstwertgefühl, sondern wir bitteln und betteln darum, dass andere, unsere Umgebung, uns bitteschön aufwertet, also uns wertvoll macht. Das bedeutet, genau genommen, ich habe gar keinen Selbstwert. Ich brauche von außen die Impulse, ich brauche von außen all die Energie, die sozusagen mich hebt und die mir zeigt, wie sehr ich gebraucht werde. Also wir sind abhängig. Das heißt, das hat mit Selbstwert nichts zu tun, sondern es ist ein absoluter Fremdwert. So. Das war die eine Seite vom Tun. Also ich tue etwas, damit ich mich wertvoll empfinde. Die zweite Komponente ist Besitz. Wenn ich viel besitze, boah, dann bin ich wertvoll. Wenn ich dieses Haus und die Villa und die Yacht habe, dann bin ich anerkannt und geliebt und boah, und bewundert. Dann bin ich wertvoll. Wenn ich Millionen habe, wenn ich der Chef einer Firma bin, also wenn ich Besitz habe, bin ich wertvoll. Heißt das, wenn ich keinen Besitz habe, bin ich wertlos? Also wir identifizieren uns dann plötzlich mit Besitz, um uns einen Selbstwert zu geben. Aber auch das ist Fremdwert, das ist kein Selbstwert.
Und im Gegenteil sogar, also wenn jemand eine tolle Villa besitzt und sich damit brüstet und dadurch sozusagen sein Ego aufbläst und dadurch erst sich wirklich wertvoll fühlt, dann ist er eigentlich in Wahrheit, hat er ein ganz mangelndes Selbstwertgefühl. Denn sonst würde er sich nicht über den Besitz definieren. Du siehst schon, wir sitzen einem großen Irrtum auf, wenn wir glauben, dass unser Selbstwertgefühl von anderen, also von außen gespeist wird, entweder durch andere Menschen oder durch Besitz. Denn dann würde das bedeuten, als wir auf die Welt kamen und nichts besessen haben, waren wir wertlos. Stimmt ja nicht. Da waren wir doch super wertvoll. Alles, was wir gemacht haben, war grandios. Oh, Bosch! Boah, waren wir wertvoll. Alle waren glücklich. Also da waren andere glücklich durch unser Sein, nicht durch das, was wir getan haben, nicht durch unsere Leistung und auch nicht durch unseren Besitz. Wir waren wertvoll. Nur irgendwann mal haben wir erfahren, dass wir gelobt werden, dass wir anerkannt werden, bewundert werden. Das heißt, wir wurden plötzlich erzogen zu allem. Boah, du kannst laufen, toll. So, boah, du kannst schon reden, super, du kannst Fahrrad fahren. Also wir bekamen durch die Leistung, die wir erbrachten, immer mehr an Bewunderung. Und da kam der Wandel, dass wir plötzlich uns mit der Leistung identifiziert haben. Ich bin wertvoll, weil ich kann das. Ich bin wertvoll, weil ich habe die Klasse und so gute Noten und so weiter. Also du siehst schon, wir haben eigentlich letztendlich unsere Kinder so ein bisschen erzogen, also wir wurden auch so erzogen. Das ist so ein ewig wiederholender Kreislauf, wo uns beigebracht wird, dass du erst dann wertvoll bist, wenn du etwas leistest oder wenn du etwas besitzt. So. Bedeutet aber, wenn du jetzt, nimm mal an, du bist krank, dann bist du wertlos. Also weil du ja gerade nichts tun kannst. Oder wenn du nichts besitzt. Vielleicht auch, weil du sagst, nein, ich brauche das Ganze auch nicht. Bist du dann wertlos? Nee, im Gegenteil. Genau. Und deswegen wäre das ganz interessant, dass wir mal das umdrehen, so wie es eigentlich wirklich gehört. Nämlich, ich bin wertvoll. Ich bin wundervoll. Punkt. Und weil ich so wundervoll bin, tue ich etwas. Also ich tue nicht etwas, damit ich wertvoll bin, sondern ich bin wertvoll. Und weil ich so wertvoll bin, hat es große Freude für mich, dass ich etwas tue. Und das, was ich tue, ist erfolgreich. Aber warum ist es erfolgreich? Weil ich so wertvoll bin. Ich bin wertvoll und dann tue ich etwas und dann ist es erfolgreich. Also ich bin nicht wertvoll, weil ich erfolgreich bin, sondern ich bin erfolgreich, weil ich wertvoll bin. Das ist ein Riesenunterschied. Deswegen ist es ganz wesentlich, dass wir mal die Sachlage komplett umdrehen. Es spielt überhaupt keine Rolle, ob du ganz viel tust, ganz viel leistest, deswegen bist du nicht wertvoller. Es spielt keine Rolle, ob du ganz viel besitzt, deswegen bist du nicht wertvoller. Die einzige Frage ist, wie empfindest du dich? Wie fühlst du dich? Also keiner ist mehr wert, nur weil er ganz viel leistet. Keiner ist mehr wert, nur weil er ganz viel besitzt. Und keiner ist weniger wert, weil er vielleicht jetzt irgendwie nicht dieses Riesending aufgebaut hat. Und keiner ist weniger wert, weil er vielleicht weniger besitzt. Wir identifizieren nur und wir bewundern plötzlich die, die so viel Geld haben. Das ist so wie früher, wie man den Adel bewundert hat. Die haben nichts getan, die wurden einfach hineingeboren. Boah. Klar, so wurden wir erzogen. Und wir bewundern dann die Multimillionäre. Boah, die haben es geschafft. Boah. Wir verhalten uns ihnen sofort auch anders. Ja, also wenn da jemand ist, der auf Augenhöhe mit uns ist, den gleichen Job hat, ja, sind wir ganz normal. Da können wir ganz normal mit dem reden. Aber kaum kommt jemand, von dem wir wissen, der hat da boah, unglaublich viel Geld und Firmen. Mit dem reden wir gar nicht mehr normal. Also du siehst schon, wie tief das geht. Wir empfinden, der ist sehr viel mehr wert als ich. So, also wir machen das daraus. Und deswegen sollten wir ganz dringend das mal umdrehen. Also, und ganz dringend schauen, dass wir unser Selbstwertgefühl mal richtig definieren. Ich bin wertvoll. So bin ich geboren worden. Allein durch mein So-Sein bin ich wertvoll. Allein, dass es mich gibt, bin ich wertvoll. Allein meine Präsenz.
So. Und es spielt keine Rolle, ob ich tolle Kleider anhabe oder nicht. Ich bin wertvoll, ob ich dick oder dünn bin, jung oder alt. Ich bin durch dein So-Sein wertvoll. Und deswegen ist ganz wesentlich, dass wir uns immer wieder diesen wichtigsten Befehlssatz, Affirmationssatz überhaupt sagen: Ich bin, und du weißt ja, alles, was nach ich bin, Punkt, Punkt, Punkt kommt, ich bin bestimmt, definiert dich, dein So-Sein. Ich bin, I am, Om, das ist nichts anderes. Ich bin wundervoll. Ich bin wertvoll. Und das ist ganz wichtig, dass du dir das immer und immer wieder sagst, weil wir so trainiert worden sind, dass wir uns über Leistung und Besitz definieren. Und dementsprechend auch, wenn jemand etwas leistet oder viel besitzt, wird, dass wir ihn für wertvoller betrachten. Und dadurch im Umkehrschluss natürlich uns als minderwertig oder wertloser. Deswegen ist es ganz wichtig, dass wir beginnen, uns immer wiederkehrend zu sagen, ich bin wertvoll, uns immer wieder daran erinnern, immer und immer wieder, ich bin wertvoll, geh damit schlafen, wach damit auf, ich bin wertvoll. Und schreib dir das irgendwo in dein Tagebuch, ich bin wertvoll, oder mach dir in deinen Kalender jeden Tag, ich bin wertvoll, schreib das da rein. Oder mach dir irgendwie einen Wecker. Okay, es gibt ja, wir können uns ja Wecker machen, wo der dann läutet und dann dir eine Voicemail kommt, ich bin wertvoll. Also das ist ein Satz, den wir uns immer und immer wieder sagen sollten, so oft es nur irgendwie geht, damit wir diesen Unterschied mal für uns ein bisschen klären. Und das ist auch deswegen so wesentlich, weil wenn wir noch weiterhin glauben, dass ich nur dann wertvoll bin, wenn ich ganz viel leiste, ja klar, dann werde ich zum Workaholic, weil ich mich darüber definiere und ich weiß darüber ein Lied zu singen. Ich bin so erzogen worden. Ich habe mit 6 Jahren bereits angefangen als Schauspieler und da stand bereits auf der Bühne und habe mit 12 war ich ja bereits irgendwie ein kleiner Kinderstar und mit 16 spielte ich im Kommissar mit. Es waren damals 30 Millionen. Also ich bin über Leistung groß geworden und ich habe mich nur damit definiert. Ich war nur wertvoll, weil ich ja so viel gemacht habe und weil ich so bewundert worden bin und habe dann irgendwann gemerkt, Moment mal, das ist aber doch nicht die Wahrheit. Und das war dann meine große Umkehr. Und das half mir eigentlich, all das zu tun, was ich jetzt tue. Und deswegen hat es damals keiner verstanden, als ich meine Karriere als Schauspieler aufgab. Da war ich ja auf dem Höhepunkt. Also ich habe ja 350 Filme gedreht, ich habe ja synchronisiert bis zum Umfallen und stand tausende Male auf der Bühne. Und aber ich habe plötzlich gemerkt, da stimmt etwas nicht. Das kann es nicht sein. Und ich bin nicht beseelt und glücklich. Genau. Warum? Weil ich mein So-Sein definiert habe über das, was ich anderen nach außen gebe. Klar, super gut für andere, weil dann können sie einen perfekt manipulieren, weil mit dieser Währung, der fühlt sich ansonsten wertlos, wenn er nicht alles für uns tut. Da lässt sich's gut für andere leben. Klar, weil dann geben wir noch mehr Mühe, geben wir noch mehr Gas. Ich war genau in der gleichen Falle. Und deswegen kann ich dir nur raten, fang an, ich bin wertvoll. Immer und immer und immer wieder zu sagen. Und mach dir vielleicht einen Screenshot, das dann irgendwie auf deinem Laptop ist. Ich bin wertvoll. Oder schreib dir kleine Briefchen, so, also wo du die wirklich einschmeißt in die Post und dann kommen sie wieder. Und dann steht da drauf, Menschenskind, da weißt du eigentlich, wie wertvoll du bist. Und du wirst sehen, dass sich dein Leben wandelt, dass sich dein Leben verändert, weil du plötzlich die Werte neu definierst. Und die Werte definieren sich plötzlich mehr in deine Richtung. Du spürst plötzlich, ich bin wertvoll. Und das beseelt und das lässt uns in einen unglaublichen Fluss des Lebens kommen, weil wir nichts mehr tun müssen, damit wir geliebt und anerkannt werden und bewundert werden. Wir tun es, weil es uns Freude macht, weil es Ausdruck unseres eigenen Wertes ist. Unsere Lebensfreude sich darüber definiert. Ich bin voller Inspirationen und ich bin kreativ. Und es sprudelt aus dir heraus. Und vorher war es so, ich tue das und dann werde ich gelobt und ja, bitteschön. So, und wenn das dann ausblieb, als wenn jemand dich kritisiert, warst du zerstört. Komisch, ne? Und deswegen, wenn du das ein paar Mal machst, ein paar Mal meine ich wirklich Wochen,
Also morgens, mittags, abends, ich bin wertvoll, bah, ich bin wertvoll, sag es dir. Stell dich vor den Spiegel hin und sag deinem Spiegelbild, ich bin wertvoll, bah. Ich bin so wertvoll. Ich bin wertvoll. Ich bin wundervoll. Ich bin toll. Ich bin grandios. Und das Schöne ist, das kann ich sagen, ohne abzuheben. Das ist nicht Größenwahn. Wir glauben immer, boah, da sagt er das, er sagt, ich bin, er ist toll, der ist ja überheblich. Das sagen wir nur, weil wir es uns selbst nicht trauen, weil wir nicht trauen, dass wir selber über uns sagen, ich bin grandios, ich bin genial. Wenn wir das über uns selber sagen könnten, würden wir uns mit jedem freuen, der sagt, ich bin super. Ja, so, ich bin super. Ich bin toll, ich bin wundervoll, ich bin genial, ich bin großartig, ich bin wertvoll. Und das kann ich deswegen sagen, weil ich es fühle, weil ich spüre, ich behaupte es nicht nur. Aber ich habe das früher nicht gespürt, ich habe es früher auch nicht gefühlt, sondern ich habe es mir geholt. Immer wieder, immer wieder, immer wieder. Und deswegen kann ich dir nur empfehlen, mache den Satz. Ich bin wertvoll, ich bin wundervoll, ich bin großartig, ich bin einmalig. So, also du bist wertvoll. Egal, wie viel du besitzt, egal, wie viel du tust. Hat keinen Einfluss. Auch wenn du ganz viel tust, ja, du bist wertvoll. Auch wenn du gar nichts tust, ja, du bist wertvoll. Und ja, klar, auch wenn du viel besitzt, ja, du bist wertvoll. Und wenn du gar nichts besitzt, ja, du bist wertvoll. Du bist wertvoll. So, und mit dem Bewusstsein sage es ab jetzt, ich bin wertvoll. Ich bin wertvoll. Und dann wirst du sehen, was sich plötzlich in dir aufbaut. Und dann schauen wir uns mal bitte die Skala an von 1 bis 100, ob du da wirklich noch unter 50 bist. Denn auch da war es so bei dem Online-Seminar, da haben wir, ich bin wertvoll, immer und immer wieder gemacht. Und am Schluss waren die Leute schon nach einer Stunde bei 70, bei 80, bei 90. Aber wir wollen bei 100 sein. Ich bin wertvoll. Und dann kann außen passieren, was möchte. Ja klar, dann kritisiert man uns. Und ja, dann kritisiert man vielleicht die Dinge, die wir getan haben. Aber sie kritisieren nicht mich. Sie kritisieren die Leistung. Das ist ein Riesenunterschied. Und auch wenn ich super toll bin, übrigens, das ist etwas, was mir sehr früh aufgegangen ist, auch als Schauspieler und auch als Autor, als ich dann plötzlich in den Bestsellerlisten stand. Ist natürlich die beste Möglichkeit, sich selbst aufzublasen. Yeah, jetzt bin ich jemand. Und dieses Gefühl hatte ich gar nicht. Das kam schon von meiner Schauspielerei. Denn wenn wir uns die Schauspieler anschauen, dann stehen sie auf der Bühne, wie wow, und die Leute unten klatschen und trampeln und Standing Ovation. Und dann gehen sie in ihr kleines Hotelzimmerchen. So, und im kleinen Hotelzimmerchen, wer sind sie da? Und dadurch, dass ich ja schon sehr früh angefangen habe mit der Schauspielerei und sehr früh schon diese Wechselwirkung von auf der Bühne stehen, trampelnde Menschen und dann unterschreibst du 10.000 Autogramme und dann gehst du in dein kleines Hotelzimmer. Und nachdem ich diesen Wechsel schon sehr früh immer und immer wieder erfahren habe, habe ich mich ganz schnell daran gewöhnt, dass beides nicht die Wahrheit ist. Die trampelnden Menschen sind nicht die Wahrheit, weil die trampeln nicht, weil sie mich meinen, sondern die trampeln, weil sie meine Leistung meinen, weil die mich gesehen haben. Aber die wissen gar nichts ansonsten von mir. Die wissen nichts von dem kleinen Hotelzimmer. Die wissen gar nicht, ob ich gerade Sorgen oder Nöte habe oder Streit mit meiner Freundin oder Geldsorgen. Die wissen gar nichts von mir. Die wissen nicht, ob ich gesund bin oder krank. Nee. Oder welche Sehnsüchte ich habe oder ob ich mich einsam fühle. Nee, die sehen nur da jemanden, der da oben auf der Bühne steht. Also die bewundern die Leistung. Ganz viele meiner Kollegen haben das eben nicht gerafft. Und das durfte ich dann auch sehen, wie sie auch immer wieder abstürzten, wenn diese Anerkennung ausblieb. Und mir ist das nicht passiert, weil ich sehr schnell erkannte, die meinen gar nicht mich. Und das kleine Hotelzimmerchen, in dem ich saß, da war ich genauso wertvoll wie auf der Bühne. Beide Elemente waren für mich plötzlich ich. Bin wertvoll. Und deswegen konnte ich alles tun. Und deswegen war auch die Schauspielerei, die ich dann hatte, obwohl ich so erfolgreich war, war nicht etwas, womit ich mich identifiziert habe. Das war also nicht ich bin, boah, sondern das, was tue ich, weil ich es halt kann, weil ich es gut mache. Aber es war nicht, mein Selbstwertgefühl hat sich daraus nicht gespeist. Das Selbstwertgefühl kommt von hier. Okay.
Ich bin wertvoll. Sag den Satz so oft es irgendwie geht. Ich bin wertvoll, ich bin wertvoll. Ich bin wertvoll. Ja, das bist du. Schreib dir den Satz auf und mach dir Markierungen. An dem Schreibtisch leg dir irgendwas hin, woran dich das erinnert. Irgendwie so einen kleinen Zettel. Ich bin wertvoll, steht da drauf. Und wenn du nicht möchtest, dass das jemand sieht, dann schreibst du einfach nur ein Synonym. Da steht dann nur drauf, wertvoll. Ich bin wertvoll. Und dann wirst du sehen, dass sich dein Leben wandelt. Und dann wirst du sehen, dass du seltsamerweise wesentlich mehr anerkannt wirst von anderen Menschen. Klar, weil dann bist du nicht mehr Spielball von Lob und Tadel und Kritik. Und Menschen bewundern andere Menschen, die unabhängig sind. Die finden die toll. Weil wir alle gerne so wären. Du vielleicht auch. Warum? Weil du bereits wertvoll bist. Ich bin wertvoll. In diesem Sinne, wenn das Video dir gefallen hat, bitte dann teile es mit ganz vielen anderen, damit andere auch sich wertvoll fühlen und nicht dauernd sich definieren über die Arbeit oder wie ihren Besitz. Schau, das Kleid, yes, jetzt bin ich groß wertvoll. Und wenn du magst, dann bitte auch abonniere den Kanal und drücke auf das kleine Glöckchen, dann kriegst du eine Nachricht, wenn ich ein neues Video veröffentliche, und schreib ganz viele Kommentare und abonniere den Kanal. Dann machst du mir eine ganz große Freude. Obwohl ich auch wertvoll bin, wenn du keinen Kommentar schreibst. Ich bin auch wertvoll, wenn du den Kanal nicht abonnierst. Aber du kannst ihn abonnieren und dann freue ich mich darüber. In diesem Sinne, alles Liebe. Dein Pierre. Ich bin wertvoll.